Ich freue mich sehr, 20 Minuten lang ein paar Ideen, ein paar Gedanken mit Ihnen austauschen zu können. Ich will diese 20 Minuten ein bisschen anders nutzen wie meistens. Ich möchte sie nicht nutzen, um über die Anwendung der Kata sprechen diesmal. Ich möchte die Zeit vielmehr nutzen, um über die Notwendigkeit sprechen, eine kreative, eine explorative, eine innovative, eine offene Kata-Kultur zu entwickeln, die wir meiner Meinung nach in den Organisationen, in unseren Organisationen in den nächsten Jahren brauchen werden, um die Herausforderungen, die auf uns zukommen, auch meistern zu können. Ich bin der Meinung, wir sollten nicht warten, bis die Herausforderungen auf uns zukommen. Ich glaube, wir sollten das sehr systematisch machen. Wir sollten grundsätzlich unsere Organisationen, unsere Mitarbeiter an größere Herausforderungen ranführen, um sie an diesen Herausforderungen auch coachen zu können, um sie daran wachsen lassen zu können, damit sie dann vorbereitet sind auf die Dinge, die auf uns zukommen werden. Aber wie gesagt, ich möchte diese Präsentation ein bisschen anders halten, als Sie sie vielleicht erwarten. Ich sehe eine große Notwendigkeit der Veränderung. Viele Leute spüren das, viele Leute sehen das schon. Es ist sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wir haben Ende 2015, Anfang 2016 zum ersten Mal die 400 ppm-Marke Kohlendioxid in der Atmosphäre unseres Planeten gemessen. Das sind Daten von der NASA. Das letzte Mal, wo wir diesen Wert in der Atmosphäre hatten, war vor 11 Millionen Jahren. Diese Grafik, die Sie da sehen, ist von der NASA und die basiert auf Kernlochbohrungen, also Tieflochbohrungen im Eis. Und Sie sehen da eine halbe Million Jahre. Okay, also ja, es gab Schwankungen, ja, aber die Werte, die wir jetzt gerade haben, die gab es so vor 11 Millionen Jahren zum letzten Mal. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in die Zeit zurück will. Ich will es nicht. Okay, es gibt mehrere Theorien dazu, ja, warum das so ist. Eine der Theorien ist, dass wir zu lange Zeit Kohlendioxid aus den unterirdischen Reservoirs in die Atmosphäre gepustet haben und Wälder und Meere haben sie aufgenommen. So, jetzt sind sie gesättigt. Das heißt, was wir jetzt auspusten, bleibt in der Luft. Wir dürfen es einatmen. Es bleibt da. So, korrespondierend dazu, weil da gibt es auch sehr viele Meinungen, die Temperaturentwicklung auf unserem Planeten. 2015 war seit Beginn der Aufzeichnung global mit Abstand der wärmste Jahr aller Zeiten. Wir hatten 11 von 12 Monate, waren global betrachtet Rekordmonate. Okay? Zwischen den zwei Bildern links sind über 100 Jahre. Zwischen den zwei Bildern rechts sind weniger wie 30 Jahre. Die Temperaturen steigen und sie steigen immer schneller. Und Gott hüte uns davor, dass die Meere, wenn sie warm werden, nicht anfangen, nicht CO2 aufzunehmen, sondern auszustoßen. Gott hüte uns davor. So, wir haben hier ein Problem. Und es gibt da auch viele Theorien über diese Erwärmung. Zum Beispiel behaupten viele, die Sonneneinstrahlung hätte zugenommen. Die Sonnenstrahlung hätte zugenommen. Da gibt es auch wahnsinnig viele Daten von der NASA. Nein, die hat in den letzten Jahren sogar abgenommen. Die ist zurückgegangen. Ja. Und der Konsens steigt, wir wissen das. Das liegt an den fossilen Brennstoffen und die Treibhausgase, die wir erzeugen, die in der Atmosphäre verbleiben und diesen Temperaturanstieg. Also wir bauen uns einen wunderschönen Treibhausgas, bauen uns eine Sauna gerade hier. Ja. So, auch interessant, diese Kurve hier links, diese Grafik links, die Sie da sehen, auch letztes Jahr, vor ein paar Monaten gerade passiert, das sind amerikanische Daten, aber die sind global betrachtet auch ähnlich. Das Transportwesen hat im Kohlendioxidausstoß die Stromerzeuger in Amerika gerade überholt. Es gibt viele Gründe dafür, warum das so ist. Aber interessant, die Stromerzeugung wird immer sauberer. Ja, also die regenerativen Anteile nehmen zu. Das hat auch was mit der Umstellung von Kohle auf Gas zu tun und so weiter. Aber Strom wird immer sauberer im Transportwesen. Da sind wir leider immer noch auf dem falschen Pfad unterwegs. So, Sie merken, wir haben ein Problem. Und wir haben ein sehr komplexes Problem. Und dieses Problem können wir nicht irgendwie oberflächlich lösen. Wir müssen dieses Problem nachhaltig lösen. Wir müssen es global lösen. Uns läuft die Zeit davon. Uns läuft die Zeit davon. Okay? Also, wir können gerne über Effizienz diskutieren.
Nee, lass uns langsam den Fokus woanders hinbringen. Es wird Zeit. Ja? Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan bin von der deutschen Autoindustrie, aber auch von Tesla. Und ich bin auch ein großer Fan von Elon Musk. Ich selber fahre jetzt seit einem Jahr Tesla und es ist erstaunlich, das Ding. Ja, also ich bin gestern hergefahren worden. Also ich bin vielleicht 5 Minuten selber gefahren. Es ist keine Zukunft, es ist normal. Ich kann nicht mehr Auto fahren, ich kann das nicht mehr. Es ist anstrengend. Ja, das ist Realität, das ist keine Zukunft. So, und was mich total fasziniert an Elon Musk, an Tesla, an SpaceX, ist, wie er versucht, gewisse Probleme der Menschheit, nicht der Firma, der Menschheit auf wissenschaftliche Art und Weise zu lösen. Und der hat da eine eigene Theorie oder einen eigenen Vorschlag, wie man dieses Kohlendioxidproblem angehen soll oder kann. Und wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, ich will nicht sagen, es ist die einzige, aber es ist eine. Und er sagt, diese CO2-Krise können wir nur lösen, wenn wir komplett auf fossile Brennstoffe verzichten. Es gibt langsam keine Alternative dafür. Wir müssen uns sehr, sehr schnell bewegen. Und das Problem mit diesem Kohlendioxidausstoß ist, dass es die Aufgabe in 3 Teilaufgaben zu lösen sein wird, sehr wahrscheinlich. Die 3 Teilprobleme, die wir lösen müssen und die sich Tesla vorgenommen hat, alle 3 gleichzeitig zu lösen, das finde ich hochinteressant, wie die das machen, sind natürlich zum einen die Energieerzeugung, zum zweiten die korrespondierende notwendige Energiespeicherung und drittens natürlich der Verbrauch selbst. So, und diese hängen so eng zusammen, dass es sehr wahrscheinlich komplett unmöglich sein wird, sie getrennt zu lösen. Entweder wir lösen sie alle 3 gleichzeitig oder es wird nicht gelöst werden. Wir haben ein Riesenproblem aktuell und das Problem aktuell ist, die Energieerzeugung ist in ganz anderen Händen als der Energieverbrauch rechts. Die Energiespeicherung ist unterentwickelt zurzeit, total unterentwickelt. Ja. So, die Autoindustrie, ich glaube, die kann es schaffen, sich auf Elektromobilität umzustellen. Aber auf der linken Seite haben sie Energieversorger und die Ölmultis. Die werden nicht kampflos aufgeben, das wissen wir alle. Okay? Wir müssen hier handeln. So, das Interessante ist, es ist lösbar. Es ist lösbar. So, eine sehr schöne Sache zu diesen 3 Teilproblemen. Ich kann nicht zu tief in die Details gehen, 20 Minuten ist eine kurze Zeit. Wir können komplett auf fossile Brennstoffe verzichten. Wenn Sie sich anschauen, das energiehungrigste Land der Welt ist Amerika. Würde man in diesem Land nur Photovoltaik setzen, keine Windmühlen, keine Wasserkraftwerke, würde diese viereckige Fläche da reichen mit Photovoltaikmodule, um ganz Amerika komplett von fossilen Brennstoffen wegzukriegen. Komplett. Komplett. Unsere Sonne liefert so viel Energie. Es ist unglaublich, wie viel Energie die liefert. Sie werden sagen, ja gut, Gerd, der Viereck ist klein, es sei du zoomst ran. Ich meine, geh ran, das sind schon viele hunderte Quadratkilometer. Ich meine, das Bild täuscht hier, es ist eine ganze Menge. Nee, das täuscht wiederum auch, weil diese Fläche gibt es heute, ein Vielfaches davon, gibt es diese Fläche heute schon als Dachfläche. Heute gibt es in Amerika ein Zehnfaches davon als vorhandene Dachfläche. Sie müssen nichts zumachen. Sie könnten die Flächen nutzen, die wir schon haben. Wir müssen sie nur nutzen, um Strom zu produzieren. Ja. So, das wäre das Erste. Tesla, wie Sie vielleicht wissen, produziert. Tesla ist der zweitgrößte Stromproduzent, Photovoltaik-Stromproduzent Amerikas. Tesla produziert Strom, ist ein Stromlieferant. Und Tesla produziert Photovoltaik-Module und neuerdings auch Dachziegel. Sie sehen den Dachziegel nicht an, dass sie Strom produzieren. Ja. Elon sagt, ja, in 10 Jahren wird uns sehr komisch vorkommen, dass ein Dach kein Strom produziert. Das wird uns ziemlich komisch vorkommen. Das wird noch ein bisschen Zeit dauern. Aber Sie merken, es bahnt sich hier was an. So, das zweite Teil ist natürlich die Speicherung. Ja, wir brauchen die Speicherung, weil die Sonne natürlich scheint, aber sie scheint nicht immer genau dann, wenn wir sie brauchen. Das ist das Dumme, die versteckt sich immer wieder hinter unserem Globus und dann kann ich die Sonne nicht tanken. Wir brauchen diese Speicherung für die Fahrzeuge, für unsere Häuser, für unsere Energieversorger, die Industrie natürlich. Überall müssen wir die Energie verfügbar haben und das korrespondiert nicht zum Sonnenzyklus. Deswegen hat sich Tesla die zweite Aufgabe genommen. Und das ist der Bau von einer Batteriefabrik. Das ist die Gigafactory, die in Nevada entsteht. Diese Gigafactory, das ist der aktuelle Fortschritt gerade. Wenn sie fertig ist, wird sie das größte Gebäude sein, Industriegebäude, was es auf der Welt gibt. Und diese Fabrik soll 2020 in der Lage sein, genügend Batterie für 500.000 Fahrzeuge zu produzieren. Sehr wahrscheinlich auch den Antriebsstrang und noch ein paar andere Sachen noch dazu. Was Tesla auch jetzt schon geschafft hat, obwohl die Skaleneffekte noch nicht erreicht sind, sie produzieren da die 2170er Batterie,
Diese Batterie hat die höchste Energiedichte pro Kilo und zu den geringsten Kosten pro Kilowattstunden weltweit. Also Tesla ist der größte Batteriehersteller der Welt. Mit den geringsten Kosten, mit der höchsten. Also die haben an der Stelle Führerschaft übernommen. Aus der Partnerschaft mit Panasonic, die sie da haben, ist Weltmarktführerschaft geworden oder wird bald werden. Wenn die Fabrik produziert, wird diese Fabrik mehr produzieren, als alle Fabriken heute zusammen produzieren, Batterien. Übrigens, die Gigafactory 2, nächstes Jahr wird es angekündigt, wo in Europa die zweite herkommt. Die zweite kommt nach Europa. Lassen Sie uns hoffen, lassen Sie uns alles tun, damit sie nach Deutschland kommt. Bitte, bitte. Die kommt nach Europa. Die Franzosen sind ganz stark dran, die zweite in Frankreich zu haben. Lassen Sie uns in Deutschland stark machen, dass sie nach Deutschland kommt, bitte. So, diese Gigafactory kostet 5 Milliarden Dollar. Ja, ist das eine große Summe? Ich habe den Wobereit gefragt, ist das viel? Und er hat mir gesagt, du Gerd, nee, kein Thema. Das ist, was wir im Berliner Flughafen reingesteckt haben. Es ist gar nicht so viel. Also nur damit Sie sehen, ist es jetzt so fremd, realitätsfremd. Ich sage, nee, also ich habe das so gemacht. Und noch einmal ein bisschen spitzer zu formulieren. Passen Sie auf, würden wir das Gesamtbudget der NATO verwenden, könnten wir pro Jahr 100 solche Fabriken bauen. 100. Würden wir nur 2 Jahre lang das Budget der NATO im Bau von Batteriefabriken reinstecken, hätten wir die gesamte Automobilindustrie für alle Ewigkeit mit Batterien versorgt. 2 Jahre keine Kriege, was halten Sie davon? Wäre das nicht ein Vorschlag? So, wenn wir, das ist der zweite Teil der Rechnung. Der dritte Teil ist natürlich der Verbrauch. Das Feuerwerk an Produkten, was Tesla zurzeit veranstaltet, ist unglaublich. Das Model X hat jetzt gerade das Konto den Renkrad bekommen. Und ja, also diese Fahrzeuge hier, ich weiß nicht, ob Sie sie mögen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Die sind sehr wichtig, um die gesellschaftlichen Vorurteile gegen Elektromobilität zu kippen. Es gibt Vorurteile, die sind alle Vorurteile. Eins nach dem anderen, eine Leistungszahl nach der anderen übertrifft sie sämtliche Verbrennungsfahrzeuge, die Sie kennen. Gestern hat ein Tweet von Elon Musk gesagt, Achtung, die Folie ist alt, hier muss ich jetzt 2,4 reinschreiben. Das heißt, der stärkste aller Bugatti Veyron kann nicht mehr mithalten. Das ist auch ein Siebensitzer. Da können Sie die Oma mitnehmen. So, und die nächste Sache ist, es gibt keine Nachfrage, sagen viele Leute. So, das sind die Zahlen vom letzten Quartal. Das Tesla Model S hat im letzten Quartal in Amerika über 9000 Fahrzeuge abgesetzt. Das ist 59% Wachstum gegenüber dem vergleichbaren Quartal des letzten Jahres. Der Platzhirsch aller Zeiten war unsere S-Klasse. Wir Deutsche haben da immer die Premium-Marke besetzt mit unserer S-Klasse. Die ist auf unter 5000 runtergerutscht, 9% zurückgegangen. Der 7er BMW ist gerade rangekommen, tritt an der Stelle. Der hat jetzt gerade den neuen 7er, der ist jetzt gerade rausgekommen, da sind wir von 1000 auf 3600 hoch. Merken Sie was? Okay, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was Sie machen wollen und wie Sie das machen wollen. Ich will nur sagen, da tut sich was. Über eine Sache können wir uns einig sein, wie auch immer wir dieses sehr komplexe Problem lösen wollen. Wir werden innovativ sein müssen. Wir werden uns in den nächsten Jahren von unglaublich vielen liebgewonnenen Gewohnheiten und Technologien komplett verabschieden müssen. Das wird nichts mehr mit Effizienzsteigerung zu tun haben. Nichts mehr. Wir werden revolutionär vorgehen müssen. Und da ist, wo ich es so gut finde, da ist, wo Kata hingehört. Da ist, wo es hingehört. Nicht Effizienzthemen, Innovation. Da ist, wo Kata richtig gut ist. Wo ich glaube, da müssen wir ganz dringend eine Kata-Kultur entwickeln, die mit diesen Entwicklungen Schritt halten kann. Disruptive Innovationen sind nichts Neues. Vor 100 Jahren gab es schon mal sowas. Ja? Der Henry Ford hat dasselbe gemacht. Er hat die ganzen Pferde von unserem Planeten verbannt, mehr oder weniger. Ja? Also ein paar Hobbyreiter gibt es noch. Aber er hat gesagt, wir sollten keine Angst haben. Wir müssen keine Angst haben, solange wir gute Arbeit machen für unsere Kunden. Solange wir gute Arbeit machen, ihr müsst keine Angst haben, euch wird nichts passieren. Es ist unmöglich, nicht viel Geld zu verdienen, wenn man aus Kundensicht gute Arbeit leistet für die Kunden, die man hat. Macht euch keine Sorgen, macht gute Arbeit, alles wird gut. Ja. Was sehr interessant ist, was hat Henry Ford damit gemeint? Henry Ford hat immer von gesunder Geschäftsethik gesprochen. Er hat natürlich Sound Business auf Englisch gesagt. Was ist Sound Business? Was hat Henry Ford damit gemeint? Henry Ford hat immer von freien Märkten gesprochen. Und er hat erklärt die Mechanismen der freien Märkte. Und in freien Märkten findet eine Geschäftstransaktion natürlich immer freiwillig statt. Ja, sie muss freiwillig stattfinden. Ja, wenn eine gute Geschäftstransaktion freiwillig stattfinden muss oder kann, nur dann entsteht reales Wachstum.
Ja, es gibt im Tausch ein Win-Win für beide Beteiligten. Ja, es gibt keine Verlierer. Nur um ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir mal an, die Firma Glas produziert Mähdrescher. Warum gibt die Firma Glas einen Mähdrescher ab gegen Geld? Warum macht die Firma Glas das? Ganz einfach, weil die sagen, wir tauschen den Mähdrescher gerne gegen Geld ein, denn das Geld, das wir dafür bekommen, für uns wertvoller ist als der Mähdrescher, den wir abgeben. Das ist eine ganz freiwillige Sache, die die Firma Glas da macht. Ja, wenn die Firma Glas diesen Mähdrescher weggibt, warum zum Teufel gibt der Bauer das ganze Geld her und nimmt den Mähdrescher her? Weil der Bauer sagt ja, aus meiner Sicht, ja, ich tausche gerne das Geld gegen den Mähdrescher ein, denn der Mähdrescher ist mir für meine Arbeit wertvoller als das Geld, was ich dafür bezahle. Okay? Beide Seiten profitieren. Keiner muss diesen Tausch machen. So, und dahinter ist das Geheimnis verborgen, was Henry Ford meinte. Wir müssen auf diesen Kundennutzen achten, den wir durch Innovation erhöhen können oder müssen. Ja, wenn wir nicht in den Preiskampf gesättigter Märkte reinrutschen wollen. Jeder Kunde sieht unsere Produkte mit einem gewissen Wert. Und wir werden nie Absatzprobleme haben, wenn der Wert aus Kundensicht ganz wohl bemerkt, die Kosten aus Kundensicht übersteigt. Solange der linke Balken größer ist als die rechte Säule, entsteht ein Kundennutzen und ganz freiwillig wird der Kunde zu uns kommen. Kein Problem. Es gibt aber ein Problem damit. Der Wert unserer Produkte sinkt ständig. Warum? Es gibt Fortschritte, es gibt Wettbewerber, es gibt Innovationen. Das heißt, was passiert, wenn der Wert ständig stinkt? Wenn ich mit den Kosten nicht runtergehe, ist der Kundennutzen weg, der Kunde bleibt weg. So, 90% der Lean-Aktivitäten, noch viel mehr, zielen darauf, ROI-Gedanken getrieben hier drauf zu setzen. Man kann sich tot optimieren, das funktioniert irgendwann mal nicht mehr. Das Interessante ist, wenn aber der Wert hoch genug ist, werden unsere Produkte nicht als teuer betrachtet. Wenn wir genügend Wert schaffen aus Kundensicht, wird der Kunde sogar hohe Kosten als akzeptabel sehen. Ein schönes Beispiel dafür, der iPhone. iPhones sind immer teuer. Schon vor 9 Jahren, als der Steve Jobs sie eingeführt hat, boah, ist total teuer, der iPhone. Alle beschweren sich. Ja, aber ist der iPhone wirklich so teuer, wenn ich überlege, was der alles ersetzt hat? Wenn ich überlege, was dieser iPhone alles, was kostet das ganze Zeug? Sie würden in die Zehntausende gehen. Deswegen verkauft er sich wie geschnitten Semmel. Win-win für Apple, braucht man nicht diskutieren, denen geht's gut. Ja? Und Win-win für alle, die sich ein iPhone gewählt haben. Das heißt, es geht um Innovation, da müssen wir drauf setzen. Und genau da ist, wo Kata reingreift. Wir brauchen, um Innovation zu machen, Problemlöse Überkapazität. Wir müssen viel, viel mehr problemlöse Kapazität schaffen, um Innovation zu machen. Wir können keinen Mitarbeiter außen vor lassen. Und da ist, wo genau Kata dazu dient, diese problemlöse Kapazität zu erhöhen, um zunehmend komplexe Probleme lösen zu können. Wenn unsere problemlöse Kapazität gering ist, dann sind wir mit den Problemen von gestern und heute voll. Wir kriegen sie gerade so gelöst oder vielleicht gar nicht mal das. Wir sind im Feuerlöschmodus gefangen. Wenn ich im Feuerlöschmodus gefangen bin, keine Chance. Wenn ich mich gerade so um die Probleme von gestern und heute kümmern kann, ich habe keinen Kopf frei für die Probleme von morgen. Erst wenn ich die Probleme von heute und gestern gelöst habe, kann ich mir Gedanken machen, okay, was soll morgen auch noch auf uns, was kommt für uns morgen auch noch zu? So, diese Problemlöser-Überkapazität, die brauchen wir natürlich nicht auf Personenebene, wir brauchen sie auf Organisationsebene. Wenn Sie Ihre Organisation schauen, also zu diesen komplexen Problemen gibt es auf der anderen Seite natürlich die Organisationen, die diese Komplexität bewältigen müssen. Und in der Regel sind das pyramidale Organisationen mit vielen Mitgliedern, größere Teams, hierarchisch organisiert. Und wir wollen natürlich auf allen Ebenen jeden Mitarbeiter jeden Tag dazu bringen, dass er Verbesserung macht. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir auf allen Ebenen jeden in diesem Coaching einbinden und durch Coaching jeden auch entwickeln. Das Interessante natürlich mit zunehmender Organisationskomplexität ist, dass natürlich der Kommunikation- und Koordinationsaufwand durch diese Organisationen uns über die Ohren wächst. Es ist unglaublich schwer, eine Organisation, eine große Organisation, wir alle sprechen von dieser Trägheit der großen Organisationen. Ja? Und ich erlebe das nicht selten, dass sehr viele Leute sagen, ja, wir verbringen 70% unserer Zeit in Regeltermine. Wir sind die ganze Zeit nur am Kommunizieren und Koordinieren und wir haben vielleicht 30% der Zeit noch übrig, um Verbesserungen zu machen. Ja? Und natürlich reicht sie nicht und die ist dann im Feuerlöschmodus. Und am Ende des Tages sind wir alle platt.
So, und hier ist, wo ich glaube, Katha eine ganz andere Sache noch ganz gut machen kann. Wir können diesen Koordinations- und Kommunikationsaufwand ganz gewaltig optimieren. Nicht nur, wie wir Probleme lösen, sondern wie wir auch sicherstellen, dass die richtigen Leute an den richtigen Problemen arbeiten und keine gegenläufigen Aktivitäten laufen oder Ziele angestrebt werden. Also da ist auch eine ganze Menge zu holen. Und da ist, wo wir jetzt versuchen, das Thema Katha auf ganze Organisationen zu expandieren. Katha hat zwei Eigenschaften, die ich sehr interessant finde. Die eine, Katha ist natürlich sehr gut geeignet, um Mitarbeiter im wissenschaftlichen Denken zu entwickeln. Geschenkt. Sehr gut, sehr wichtig. Katha ist zweitens unglaublich effizient, um wahnsinnig schnell zu kommunizieren. Sie können eine unglaubliche Informationsdichte in ganz, ganz wenigen Minuten reinpacken. Und das kann man nutzen, um dann sehr, sehr effiziente Coaching-Kaskaden aufzubauen. Wenn ich irgendwas effizient machen möchte, mache ich One-Piece-Flow. Jeder Lini weiß das. Okay, das gehört in unsere Kommunikation genauso rein. Richtig hochgetaktete Hochgeschwindigkeitskommunikationsketten, wodurch trainiertes, geübtes, systematisiertes Coaching auf allen Ebenen ganz schnell die Probleme zum richtigen Spezialisten finden und zurück zur Ursache zwecks Abstellung. Ja? Diese Coaching-Kaskaden sind schwer aufzustellen. Die muss man natürlich auch ein bisschen organisieren, dokumentieren, vorbereiten. Und dazu entwickeln wir in den letzten Jahren, und das ist noch nicht fertig, ganz konkret Coaching-Wände. Diese Coaching-Wände, da werden Sie in ein paar Präsentationen gleich im Anschluss mehr davon hören, die dienen dazu, sehr genau ganz wichtige Fragen zu stellen, die jeder Projektmanager hat, und zwar an einem Ort sofort für alle sichtbar, um Zeit zu sparen, um sehr, sehr schnell sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Typische Fragen: Wie viele Coaches habe ich? Auf welcher Ebene sind sie? Welcher Coach coacht welchen Mentee? Wie viele Mentees hat er? Welche Ziele hat welcher Mentee auf welcher Ebene? Ganz genau, wo sind die Ziele? Wie sind sie runtergebrochen? Welche Projektbausteine müssen bis wann erledigt werden? Welche Projektpläne stecken dahinter? Wo findet das Coaching täglich statt? Wo findet es nicht statt? Wo müssen wir nachjustieren, damit es täglich stattfinden kann? Welcher Schritt hat natürlich dieser Mentee geplant? Was war seine Hypothese? Was hat er daraus auch gelernt? Und natürlich dann sehr, sehr wichtig, wo reicht die Kapazität nicht aus, wo fallen wir im Zeitplan zurück? Und das ist dann auch sehr interessant, weil in dem Moment, wo wir natürlich die Abweichung sehr schnell erkennen, können wir unglaublich schnell darauf reagieren, damit unsere Organisationen nicht langsam werden. Wo müssen wir sehr schnell eskalieren, Ressourcen und Unterstützung anbieten, was dann zu einer sehr, sehr schnellen horizontalen Kommunikation führt, um Abteilungsgrenzen zu durchbrechen. Das ist das nächste Problem großer Organisationen, dass wir sehr oft an Abteilungen und Schnittstellen scheitern, sehr schnell unterstützende Bereiche einzugliedern, sehr schnell eskalieren und sehr schnell in die Abteilung gehen. Und wir üben daran, genau das effizienter zu machen. Wie können wir 100% der Probleme, die auftreten, spätestens in 2 Stunden mit sämtlichen betroffenen Abteilungen an der richtigen Stelle ursächlich vor Ort und endgültig klären? Und das kann man sehr systematisch machen. Und dann wird Katha zu einem Managementsystem. Es ist kein Problemlösetool mehr. Nein, es ist ein Managementsystem, wie ich tagtäglich eine hocheffiziente lernende Organisation dann auch betreiben kann. Und das ist nichts Geringeres wie Katha-Kultur. Und das ist, was wir brauchen, wenn wir das Unmögliche, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wir haben ein Problem gerade und die Zeit läuft, wir müssen Unmögliches möglich machen. Ja. Und es gibt ein paar Firmen, ich freue mich, alle diese da und noch ein paar mehr werden ein bisschen berichten über diese Systematik. Ja, ich möchte jetzt an der Stelle auch abschließen mit einer ganz einfachen Frage an Sie. Welche Kultur wollen Sie entwickeln in Ihrer Organisation und mit Ihren Mitmenschen, miteinander, gemeinsam, mit Enthusiasmus, weil anders wird es nicht gehen, mit einer positiven Einstellung, diese großen Herausforderungen, die nicht wegzudiskutieren sind mehr, erfolgreich bitte für die Zukunft unserer alle zu meistern. Ja, wie wollen Sie das machen? Okay. So, vielen, vielen Dank. Das war's meinerseits. Okay. Herzlichen Dank. Danke auch. Und dann bitte ich auch gleich bitte die Referenten vorher, Mike und Herrn Engelbrecht, bitte nach vorne, dass wir in die Frage- und Diskussionsrunde einsteigen können. Ja, bitteschön. Hallo, mein Name ist Jan Wiemann, ich bin von der Firma Merck. Ich hätte eine Frage an den Herrn Engelbrecht. Sie haben gesagt, hat prima geklappt, hat eine hohe Akzeptanz gefunden bei Mitarbeitern und Betriebsrat. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie haben Sie das
bewerkstelligen können? Weil ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist, Verbesserung ist oftmals mit Verbesserungsvorschlägen behaftet. Das muss Geld fließen. Ich kriege mein Geld sowieso. Ich bin 8 Stunden hier, mehr bin ich nicht da. Warum soll ich noch was verbessern? Gar nicht mein Job. Ne? Und das würde mich mal interessieren, wie Sie das bewerkstelligt haben. Gut, wir haben von Anfang an ein relativ großes Projektteam für die Einführung von Cutter-Coaching und der Führungsspanne aufgebaut. Da hatten wir auch den Betriebsrat dabei, mehrere Betriebsräte sogar. Haben immer zugehört, welche Wünsche der Betriebsrat hat, welche Elemente ihm wichtig sind. Haben die auch mit umgesetzt. Zum Beispiel diese geringere Führungsspanne war auch ein Wunsch des Betriebsrats. Die Mitarbeiter verdienen auch mittlerweile mehr als vorher. Der Betriebsrat findet das auch gut. wir haben immer darauf geachtet, dass wir das in einem positiven Geiste tun, dass wir keine Mitarbeiter unter Druck setzen, sondern dass wir ihre Kreativität nutzen, ihre Sorgen ernst nehmen. Und durch diese enge Zusammenarbeit hat uns der Betriebsrat abgenommen, dass wir das ernst meinen und unterstützt uns nach wie vor. Mhm. Vielen Dank. Das ist Ihnen aber bewusst, Sie fragen nach einer Lösung. Ja. Ja, die Lösungen von anderen werden bei Ihnen nicht passen. Ja. Das ist ein, sagt man auf Englisch, sagt man Red Herring, ein roter Hering. Sagt man das? Es ist ein Ablenkungsmanöver. Ja? Dann verbringen Sie Zeit mit Sachen, die bei Ihnen nicht passen. Gehen Sie wissenschaftlich vor. Wenn Sie ein Ziel haben, dass der Betriebsrat mitmacht, dass man nicht für jeden Verbesserungsvorschlag bezahlen muss oder viel bezahlen muss, wenn das der Zielzustand ist, dann können Sie wissenschaftlich vorgehen, um diesen Zielzustand zu erreichen. Und das ist, was Toyota macht. Toyota fragt nicht, wie machen Sie das? Ja. Danke. Das ist eine andere Denkweise. Eine Sache, vielleicht ein Kommentar dazu. Vielleicht als Qualitätsmerkmal unserer Lean-Aktivitäten, wenn wir sie gut machen, muss der Betriebsrat Hurra schreien. Das ist ein Zielzustand. Also meine Erfahrung ist, wenn wir es gut machen, sagt der Betriebsrat, so und nur so will ich es immer haben. Wenn der Betriebsrat nicht für Cutter kämpft, sondern wir kämpfen gegen den Betriebsrat, machen wir Cutter falsch. Weil wir wollen Mitarbeiter entwickeln, wir wollen unsere Organisation entwickeln, das ist genau, was die Betriebsräte wollen. Eigentlich, das passt ganz gut, wir arbeiten nicht gegen Betriebsräte. Ja, vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Philipp Kasmir von der Siemens Healthcare GmbH und die Frage geht an dich, Mike, vielleicht aber auch an dich, Gerardo. Und zwar geht es darum, du hast gesagt, Mike, dass die Cutter sich selber unbequem für uns anfühlt, weil wir sofort ja in Lösungen gehen, und sagen, ja, das ist die 14 und wir müssen eigentlich experimental dahin arbeiten. Jetzt ist meine Frage, also ich habe eine 6-jährige Tochter, ist das richtig? Weil ich habe eher das Gefühl, dass wir vielleicht dieses experimentelle Denken ja schon haben, wenn wir geboren werden. Also ich weiß nicht, ob ich dir da in der Richtung zustimmen kann. Also sprich, die Hypothese ist, wenn wir doch eigentlich vielleicht von vornherein, wenn wir geboren sind, schon auch in diese Richtung gehen, ich möchte experimentieren, warum verlieren wir das? Und zweite Frage, und das ist deswegen auch die kombinierte Frage vielleicht an den Gerardo, wir haben ja auch globale Probleme. Also wäre es doch schön, wenn wir nicht erst anfangen, quasi das experimentelle Denken in den Firmen zu lehren, sondern es von Beginn an, also auch in der Schule und Ähnliches. Und wenn das so ist, dann wäre das doch genau dein Thema, Mike, dass du nicht nur zu uns, zu den Firmen gehst, sondern vielleicht auch zu den anderen, sag ich mal, Stakeholdern, die dafür zuständig sind, dass wir Problemlöser entwickeln und zwar von Beginn an. Okay, ja, ist eine interessante Frage. Die Frage ist, wir sind doch als Kleinkinder wie Wissenschaftler, wir experimentieren, machen irgendwas, merken, oh, das ist heiß, das sollte ich lieber nicht anfassen und bauen dadurch unsere neue neurologische Bahnen auf. Der Mensch kommt ja ziemlich früh raus und muss über Jahre lang neurologische Bahnen erstmal aufbauen. Ne? Wie schnell kann ein Pferd bei der Geburt gehen? Schneller. Ein paar Stunden. Ne? Also ja, dann nicht. Springen die da schon rum. Ne? Und wir kommen früh raus. Aber dadurch können wir unsere Umgebung nutzen, unsere soziale Interactions nutzen, um unsere neurologische Bahnen aufzubauen. Ja? Aber wieso geht das weg?
Und Deming und viele andere haben auch gesagt, die Pädagogik haut es aus unseren Köpfen raus. Und das hat mich immer gestört, denn ich kenne viele Lehrer und die Lehrer haben jetzt nicht im Sinn, das wissenschaftliche Denken aus unseren Köpfen zu hauen. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Bruce Wexler, ist ein Professor an der Yale University, hat ein interessantes Buch geschrieben. Und es gibt eine Slideshare zu dem Thema, das können wir dann auch rausschicken, das schicken wir vielleicht an alle. Es ist einfach so, in der Tat, wenn wir anfangen als Kleinkinder, handeln wir ein bisschen wie Wissenschaftler. Ja? Also nicht formell, sondern informell. Wir lernen und bauen diese Bahnen auf. In etwa bei der Pubertät hört das auf. Und zwar genau aus dem Grund, weil wir diese neurologische Bahnen aufgebaut haben. Jetzt sehen wir die Welt durch diese Bahnen, die wir aufgebaut haben und sind nicht mehr offen. Das heißt, ein Kleinkind hat nicht vorgefertigte neurologische Bahnen und experimentiert, hat aber nicht die Möglichkeit, die Umwelt irgendwie zu ändern. Ein Kind kann die Umwelt nicht ändern. Ein Erwachsener hat viele, viele neurologische Bahnen aufgebaut, sieht die Welt durch diese neurologische Bahn und hat jetzt auch dazu die Fähigkeit, die Umwelt so zu strukturieren, damit es zu meinem Weltbild passt. Schauen Sie mal in Ihre Wohnung, ja? Das ist, wie Sie es gerne hätten. Ja? Es ist das Kind kann alleine nicht überleben, aber ist klasse im Experimentieren. Das Kind kann nicht Auto fahren, aber kann gut experimentieren. Der Erwachsene kann überleben, kann Auto fahren, ist aber nicht mehr ein Experimentierer. Dieser Prozess passiert ganz natürlich bei uns allen. Es ist nicht die Pädagogik, die es aus uns raushaut. Es passiert ganz normal. Beantwortet das die Frage? Ist das das Thema? Also wenn das die Antwort ist, ja, dann ist die Frage, wie schaffen wir es ja trotzdem, die Problemlöser nicht erst in den Firmen zu entwickeln, sondern wenn wir die globalen Probleme zu haben, wie können wir von Anfang an dafür sorgen, dass wir genau in diese Richtung gehen? Also wie kriegen wir mehr Elon Musk und wie auch immer wir die Menschen nennen, einfach in die ganze Welt hinein? Ja, also mit jungen Leuten anzufangen ist natürlich praktisch, ja. Und da ist ja viel im Gange in der Pädagogik. Aber das andere, man merkt, Toyota hört nicht auf mit dem Coachen. Die coachen immer weiter, weil wir haben immer die Tendenz zu sagen, da ist eine Katze. Ist es aber nicht. Ja, diese Vorurteile, sehr schnell auf Lösungen zu springen, weil das eine, wie hieß es, lieber sicher als, oder lieber Vorsicht als Nachsicht, ist zum Überleben wichtig. Deswegen geht das Coaching bei Toyota eigentlich nie weg. Aber man kann schon neue Gewohnheiten sich aneignen. Das kann man machen. Die Erfahrung haben wir seit 2009 gemacht. Darf ich ein bisschen anderer Meinung sein? Ich habe drei Kinder in der Schule gerade. Und wenn Sie es erlauben, ich bin ein großer Schulkritiker, Kritiker des Schulsystems. Ich erlebe sehr, sehr oft, wie Lehrer meinen Kindern Unwahrheiten als Wahrheit verkaufen unter Androhung schlechter Noten. Ich erlebe sehr oft, wie meine Kinder vor dem Dilemma stehen, nach der Wahrheit zu suchen oder eine gute Note anzustreben, um weiterzukommen. Es ist neulich zum Beispiel passiert, und also ich sehe Handlungsbedarf in der Schule. Vielleicht ist die deutsche anders wie die amerikanische. Mhm. Meine Tochter kam neulich sehr entsetzt zu mir wieder und die hat gesagt, Papa, die Lehrerin hat behauptet, die nächsten Jahre wird es kein autonomes Autofahren geben. Ja? Und das hat sie mir im Auto erzählt, während das Auto fuhr. Und ich habe mich auf meine Tochter konzentriert. Und dann hat sie mich gefragt, Papa, wie gehe ich damit um? Und ich habe ihr gesagt, mein Schatz, Gehorsam der Obrigkeit, diskutiere nicht mit der Lehrerin, lerne Diplomatie. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, Sie müssen nicht einverstanden sein damit, aber ich sehe da schon ein Problem damit, dass wir wiederholen, was Wiederholer wiederholen und im Grunde Dinge auswendig lernen müssen, die eigentlich alle googelbar sind. Das ist, wo ich noch ein bisschen Also ich glaube nicht, dass es komplett so ist, aber ich glaube, dass man da durchaus, also nicht, ist nichts machbar an der Schule. Ich glaube, da ist noch was zu machen. Wenn wir Sicherheit haben, das ist sehr angenehm. Ja? Jetzt sind wir wieder bei den neurologischen Bahnen, die Autobahnen sind. Wenn wir Sicherheit haben, der Energiebedarf des Gehirns geht runter, ja? und wir fühlen uns wieder wohler. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, einfach zur Diskussion. Ja, ja? Ja, wir können alle Lehrer
eigentlich alle Menschen, alle 7 Milliarden Menschen vorknüpfen und sagen, nicht falsche Wahrheiten sagen. Ja? Oh, nee, lieber vorsichtig. Ja. Oder wir drehen es um und nehmen einen Spiegel und sagen, wir bringen uns als Menschen einfach bei, wie unser Gehirn funktioniert. Genau. Dass der Lehrer oder die Lehrerin was sagt, aber dass ich sage, mag sein, okay, ich habe es registriert. Was ist einfacher? Das ist meine Aussage zu der ersten Frage. Ja? Wie können wir, was machen die anderen, um dieses Betriebsratproblem zu überwinden? Ja? Oder wir drehen es um, gucken in den Spiegel und sagen, okay, wie ticke ich, wie ticken wir, was müssen wir tun? Ich glaube, das ist ein Weg. Wenn wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, das ist vielleicht die effiziente Richtung, wie wir dieses Problem entgegenkommen. Aber es ist nur eine Meinung. Hm. Ja, gute Frage.